Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Mal wieder mit einem Thema und neben dem Thema auch mit dem Steffen. Was geht? Was geht? Alter, ohne Spaß, ich sag voll auf deine Begrüßung immer nach, weil ich nicht weiß, was ich danach sagen soll. Wir spielen heute Theme Park mit den neuen Operatoren und wollen auch so ein bisschen über diese reden. Zur Verständnis, ich habe diese Map, glaube ich, zwei oder dreimal gespielt, weil Destiny, weil Mario und Rabbids, weil Definity und habe seitdem, ich habe nicht mal einen Rang in Ranked, dementsprechend, kenne ich die Map. Destiny und so nicht. Ja, ja gut, du hast es einfach so geschafft, aber gut, du bist auch anderweitig viel beschäftigt. Da, deswegen, ich kenne die Map so wie Steffens Unterhose, nämlich gar nicht. Aha. Irgendwas gehört. Moment, aha. Aha. So, ich vermute mal, dass du Ella bist. Ja, das klingt nach Ella. Scheiße, ich habe ihn nicht identifiziert. Ja, Steffen, fang du doch einfach mal an und erzähl mir. Übrigens, seht ihr meine Waffentarnung? Die finde ich wunderschön. Was hältst du denn von den neuen Operatoren? Oder anders gefragt, bist du zufrieden damit? Fangen wir erstmal klein an. Bist du zufrieden mit der neuen Season? Ja, doch, bin ich. Ja, ich finde die Operator cool. Ja. Also auf jeden Fall. Ich kann auch nicht verstehen, dass manche nicht ganz so zufrieden sind mit denen, mit den Fähigkeiten. Mhm. Weil ich finde Ella ganz cool. Du kannst einfach die Gegner damit verlangsamen, mit. Vor allem Ash, wenn sie rusht. Mhm. Wenn du die Dinge richtig platzierst. Oder auch Lucian. Mit seinen Gift Pfeilen. Mhm. Ja, das stimmt schon. Also ich bin auch der Meinung. Ich habe allein auf Flugzeug in der Lockerrunde allein durch die Giftpfeile, ich glaube, 7 Kills geholt. Ja. Das hast du mir schon erzählt. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Boah, Alter! What the fuck? Was? Okay, Freunde, da seht ihr Operation Health. Du wirst... Ach, schade, man sieht das... Hä? Alter. So. Nein! Junge, was war das denn? Scheiße. Man sieht das in der Aufnahme. Hier habt ihr kurz eine Zeitlupe. What the fuck? What the fuck? Mega in der Endcam. Ich bugge. Ne, ich glaube, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe wieder zur Facecam, die nicht vorhanden ist, gezeigt. Aber ab Mittwoch, beziehungsweise ich habe Mittwoch meinen Friseurtermin, dann gibt's wieder Facecam. Ach, schön. Erzähl das du. Ja, ich wollte auch zu den Operatoren was sagen. Ich muss auch sagen, ich war im Vorhinein, es kamen ja die ganzen Leaks und sowas alles, dachte ich erst so, irgendwie hört sich das alles nicht so ganz geil an. Ich finde Ellas Waffe ziemlich gut. Die macht, finde ich, sehr viel Spaß. Die ist auch mega stark. Ja, die ist echt mega stark. Ja, oder anders gesagt, ne, die Frage war ja, ich finde die aktuelle Season doch recht gut. So, Steffen hat mich gefunden. Ah, scheiße. Ja, ohne Witz. Ich hab dich nicht identifiziert, obwohl ich dich komplett drauf hatte. Tja, so ist das nochmal. Es bleiben 10 Sekunden. Mann. Es bleiben 5 Sekunden. Ich bin auch mal gespannt. Ja. Die neuen Operator in der Pro-Season. Also ich denke Ella definitiv. Wir können das ja so machen. Wir sprechen jetzt so ein bisschen detaillierter über die Operator. Nehmen wir erstmal Ella, ne, wo wir jetzt gerade schon sowieso dabei sind. Ella ist halt eine krasse, die kann halt, ne, ich sag mal, vor dem Update war es halt so, dass Ashe und Tibana, so Roma, sag ich mal, die vor allem halt durch ihre Fähigkeiten noch schneller vorbrechen konnten, so ein bisschen die Meta beherrscht haben, also sprich halt das, was das Spiel im Endeffekt ausmacht. Und Ella, ebenso auch Legion, sind halt extrem gute Konter gegen die.
Davon mal ganz abgesehen, dass du halt eine Ella zum Beispiel einfach sehr gut als Roma sowieso positionieren kannst und sie durch ihre Grismod Mines oder Grismod, wie auch immer die Dinger jetzt heißen, nochmal gut, sage ich mal, Gegner orten kann, beziehungsweise halt diese ausschalten kann. Oh, das war ja der falsche Raum. Oh, noch nicht, scheiße. Was ist da los? Alter. Ja, das ist jetzt natürlich eigentlich so, spielt man natürlich Ella eigentlich nicht. Eigentlich spielt man sie eher, indem man rumrennt und sowas alles. Ist jetzt halt in einem 1 gegen 1 ja nicht so. Ella ist genau der Operator, den ich mir gewünscht habe. Echt? Ja, starke Waffe, oh ja. Ich bin ja sowieso selten im Raum. Ja, das stimmt. Ich hasse das, im Raum zu sein bei Rainbow. Ja, und dann vielleicht mal endlich mal mit einem Rook oder mit einem Doc dann auch wirklich im Raum bleiben und nicht draußen rumrennen. Ja, ja. Ich weiß, du bist immer noch da anderer Meinung. Ich sehe es trotzdem noch so. Rook, drei Rüstung sollte eher als Wall im Raum bleiben. Und Doc sowieso. Also bei Doc muss man sich gar nicht unterhalten. Obwohl ich sagen muss... Ach gut, warte mal, das würde jetzt zu sehr abdriften. Ich wollte gerade sagen, aber Doc finde ich sollte eigentlich, ja, weil Doc finde ich eigentlich Einrüstung haben sollte, um zwischen den Roman hin und her zu tingeln oder beziehungsweise schnell hinher zu laufen und Spritzen zu verteilen, weißt du? Naja, gut, also Ella. Ja, vollende deinen Satz. Nee, das wäre einer, klar, einerseits wäre es sinnvoll, aber ich glaube, dass darüber haben sie nicht ganz so nachgeschaut. Ja, oder die haben irgendeine andere Erklärung. Oh Gott. Ohne Spaß. Also wie gesagt, Ella, Fähigkeit cool, Operator cool. Kann man mitarbeiten. Kommen wir zu Legion. Ja, der neue Hongkong-Operator. Mit seinen geilen Giftfallen. Du kannst ja mal was über den sagen. Vor allem, dass du so viele davon platzieren kannst. Ja, ja. Du kannst ja mal was über den sagen. Ich meine, gut, mit der Wartezeit ist halt ein bisschen... semi-cool, aber... Du kannst ja mal was über den sagen! Zum dritten Mal! Ich sag das jetzt zum dritten Mal. Also ich finde die Pfeile, also die Giftform von dem ganz cool. Ich meine, gut, in der Community wird sich halt darüber erschritten, dass du schon wieder einen Fallen Operator hast, wie halt auch schon bei Ella. Mhm. Ja gut, obwohl ich sagen muss, dass das jetzt zum Beispiel bei Legion, die Fallen werden ja unsichtbar, ne? Das weiß man ja, logischerweise. Aber ich finde trotzdem nicht, also die sind auf jeden Fall nicht überpowered. Also ich finde, Man kann sie sich gut rausreißen, also da gibt es eigentlich keine Probleme, ne, wenn man jetzt da irgendwie reinläuft. Klar, auch Legion würde ich eher als Roma betiteln. Na, als, was? Hat er auch 1-3 oder hat er 2-2? Nee, der 2-2. Was ich aber vor allem bei dem finde, ist, dass der, jetzt muss ich gerade einmal gucken. Okay. Nein! So, ja, da hängt er. Ich hab einfach blind gefeuert. Ja. Genau das. Diese komischen Minen oder wie diese Dinger halt, die neben dem, dass sie halt Schaden machen und sowas alles, auch der Orientierung. Du siehst sie, das hast du bei Ella nicht. Und wie jetzt zum Beispiel, du hast sofort gesehen, okay, da ist er. Warum? Weil da eine Mine explodiert ist. Ne? Und da hast du halt. Darum, ich muss auch ehrlich sagen, also ich. Die Fähigkeit finde ich von allen dreien, würde ich sagen, schon fast am besten. Das stimmt. Wobei ich da. Ja? Ja. Hier sag du. Ich bin vor allem bei. Achso, bei Ying waren wir noch gar nicht. Gut, nee, bei Ying waren wir noch nicht. Nee, ich wollte sagen, von meiner Auflistung her würde ich das halt. Ich würde erst Legion, dann Ying und dann Ella nehmen. Einfach weil. Ella halt schön. Ist cool und so. Aber wenn man im Endeffekt. Ja, Ella, oh, Alter, ganz ehrlich, Junge,
die sah auf den Bildern echt richtig cool aus, von ihrem Design und sowas her. Junge, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, Alter, aus welchem Junkie-Loch kommt die denn gekrochen? Junge, mit ihren Augenringen und keine Ahnung, Junge, die sieht aus wie das schlimmste Drogenopfer. Ja, aber ich bin, also ich gehe mal davon aus, Ella und Jegen werden bestimmt in der Poli gekriegt. Können wir gut vor, also ja, ich denke Legion auch. Also, Legion bestimmt auch. Aber ich glaube Legion was weniger. Meinst du? Ich finde auch Legion also macht da einfach als Roma-Stopper, finde ich den schon, als hier, sag mal schnell, ne, als Rusher, also Rush-Stop, finde ich den noch effektiver als Ella tatsächlich. Einfach weil er, weil die Minen, er sieht seine Fallen und vor allem der Effekt von dem Ganzen, von seinen Fallen, ist meiner Meinung nach deutlich stärker als der von Ella. Und ich finde auch, wenn ich Legion bis jetzt noch nicht so gespielt habe, aber ich finde, man kann ihn auch als eine Art Smoke spielen. Mit seinen Fallen. Ja, weiß ich nicht. Also es ist schwerer, weil die Fallen nicht so eine große Reichweite haben. Eine minimale Reichweite. Du musst drauf treten, damit derjenige stirbt. Ja. Ich finde aber vor allem, was davon nochmal einfach unterscheidet, ist, dass Smokes deutlich mehr Schaden machen. Klar, sie halten auf und ich meine, an sich hast du nicht Unrecht. Ich denke nur trotzdem, also, dass Smoke beziehungsweise Legion dass Legion keine Konkurrenz zu Smoke ist. Was? Was war das denn? Eine Falle hast du noch. Eine Falle hast du noch. Bist du IQ? Nein. Alles klar. Noch kurz zu Ying. Ne, kommen wir jetzt zu Ying. Wir haben ja, also Legion auch fähiger Operator. Würde ich auch auf jeden Fall, hat seine Daseinsberechtigung, sagen wir es so. Ying muss ich sagen, spiele ich auch unfassbar gerne. Hä, was machst du denn? Ach so, zählt das ja auch, unsere 1 gegen 1 Regeln? Ja, würde ich mal sagen. Ich bin auch auf die Falle am Schießen. Ja, komm rein. Okay. Scheiße. Ach, Mann. Ich hab schon verloren. Ja, das war schon wieder ein 4-0. Zu Ying sind wir jetzt gar nicht gekommen, beziehungsweise können wir auch sagen, ne, durch ihre Flashes und sowas alles. Ach Mann, Bro, du lässt dich zu schnell besiegen. Jetzt, ich wollte noch über den Theme Park reden und sowas alles, aber Fakt auf jeden Fall, wir sind von der Season auf jeden Fall überzeugt. Auch Ying. Obwohl ich sagen muss, ja. Ich finde das mit den Flashes cool, dass sie ja, so ja, die sind echt geil. Also, wenn du in den Raum reinräumen kannst. Vor allem, dass sie selber halt dadurch nicht betroffen ist, ist fett. Ja. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, tut mir leid, dass das manchmal so ein bisschen chaotisch ist oder so, aber wir müssen uns auch einfach mal auf alles eingrooven und sowas, dann wird das nämlich schon. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, I'm Jay. Danke fürs dabei sein. Lasst gerne einen Kommentar oder Abo da, Bro. Ja. Ich hab das letzte Wort. Ja. Ich will wieder ein Alpha-Pack. Alter, da hab ich überhaupt nicht mehr gedacht, ey. Haut da rein. Ciao. Mir fehlt.